Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Minecraft. Gut, ja, ich war, wie schon gesagt, ein bisschen meinen. War auch schon ein paar Mal hier oben. Habt ihr gesehen, hier habe ich eine neue Kiste noch hinzugefügt. Zwei noch ein paar Sachen holen unten. Und was wir, so, die Sachen noch, ja, was wir noch gebaut haben oder ich gebaut habe, sind hier zwei Solarzellen. Und drüben habe ich auch noch eine Solarzelle hingeklatscht, damit wir das mit Holz weiterkommen. So, das. Harden Clay, da habe ich ja hier, kann man gleich wegschmeißen. Basalt kann weg. An Clay. Cobblestone, nee, Cobblestone behalte ich trotzdem. Wenn wir trotzdem brauchen, das behalten wir. So, gut. Dann. Was macht der? Okay. Gucken wir mal hier. Da habe ich einfach eine Solarzelle oben drauf geklatscht. Und den Generator daneben hin. Entschuldigung. Und das funktioniert soweit eigentlich relativ gut. Es regnet natürlich jetzt, das ist blöd. So, das heißt, das. Gut, was haben wir hier? Hier machen wir Brot. Dann, das essen wir noch. Haben wir noch ein paar Kartoffeln, die durchbraten können? Ne, habe ich gerade geerntet. Wird alles bewässert durch den Regen. Leider können wir jetzt auch nicht schlafen gehen. Das heißt, der Regen ist echt kacke. Okay, auch egal. Gut, dann werden wir jetzt noch gucken. Wir haben da, da und da alles. Der hat auch alles. Die habe ich gemacht. Das passt. Was haben wir noch? Wir haben jetzt Strom. Mal. Professorisch. Wobei, Herr T. ist natürlich nett, weil kein Licht. Das ist das Problem, was ich gerade momentan habe. Wir brauchen Sonne. Sonne kriegen wir nicht, weil wir nicht schlafen können. Und das ist doof. Wir müssen jetzt gucken, dass wir mal irgendeine Ladestation kriegen. Eine Capacitor Bank wäre am idealsten dafür. Eine Basic braucht viermal den. Das kriegen wir zusammen. Mal gucken, wo wir irgendwas haben. Hier machen wir mal etwas. Dann haben wir hier etwas. Wir brauchen Kupfer. Haben wir noch irgendwo Kupfer? Wir haben noch einen Kupfer. Ist das jetzt da? Und dann, was brauchen wir noch eigentlich? Hier nichts mehr, oder? Was mir aufgefallen ist, ich habe kein Kupferfass gefunden. Oder gar nicht. Ich habe Gold, ich habe Dings, aber Kupfer habe ich. Doch, habe ich doch. Aber gefunden habe ich jetzt kein. Als wirklich viele. Bar habe ich durchgeschmolzen, aber es waren, ich glaube, nur so 6, 7 Kupfer. Kann natürlich sein, Kupfer spawnt vielleicht ein bisschen höher. Kann natürlich aus. Was ist das? Bin. Mechanism, was ist denn das? Advanced Bin. A block used to store large. Single Items. Okay, interessant, interessant. Also ein Speichersystem sozusagen. Hört sich interessant an. Und wir wollen eine Capacitor Bank. Dafür brauchen wir Redstone noch. Na komm. Und wir brauchen natürlich noch Gold Nuggets. Ich weiß gar nicht, wie viel wir da brauchen. Machen wir so. Dann das viermal. Wir brauchen Redstone Block. Und Eisen. Und dann können wir mal die machen. Die ist gut, denn die können wir mal irgendwo hier hinstellen. Am besten stellen wir sie mal hier hin. Da wird sie dann geladen. Oder auch nicht. Natürlich nicht, weil ihr wisst ja, kein Licht, kein Strom. Oder keine Sonne, kein Strom. Den Generator könnte man jetzt mal hier dafür nützen. Und hier tun wir dann mal Kohle rein. Ne, Kohle ist blöd. Wenn dann Charcoal. So. Dann kann man den mal aufladen hier. Macht man natürlich nicht, weil der gleich die Energie abgibt. Maximal Output nur mit Redstone-Signal. Können wir mal gucken, wie viel der produziert. Der produziert hier 40. Okay, da steht aber auch da, wie lang man. 40, okay. Bei denen steht das nicht. Bei den anderen muss der da drüben genau. Bei denen steht es nicht. Hier steht es, okay. Produziert insgesamt 16.000.
Gut, und damit können wir dann unseren Stuff of Traveling schon mal laden. Und wir können jetzt, wenn wir jetzt mal gucken, wir haben ja Eisen noch. Ob das genügt. Wir brauchen dreimal Eisenblock. Die kriegen wir nochmal jetzt zusammen, oder? Genau. Und den können wir jetzt rein rechnerisch hier hinklatschen. Drücken. Und kriegen die raus. Und jetzt können wir eigentlich den Drill bauen, glaube ich. Der war ja so. Zweimal die Advanced, die müssen auch noch irgendwo rumlungern. Hier. Da brauchen wir diesen komischen Drillcore. Was war noch? Die Bauer-Dinger da. Diese komischen Diamanten-Dinger da. Und dann müssten wir schon den Drill bauen können. Genau. Zack. Und den können wir auch da laden. Hier hinten drin. Und schon hätte man den ersten Drill. Auch cool. Jetzt wäre natürlich interessant, wenn wir wirklich schlafen könnten. Aber haut können wir eh bald. Also ist kein Problem. So, das heißt. Und den ganzen Schotter hier mal abladen. So. Der läuft. Was ist jetzt, wenn ich den eigentlich beschleunige? Der schneller? Ja, geht schon schneller. Gehen halt die Sekunden auch schneller, aber okay. Und der lädt sich schön langsam auf. Dann haben wir mal einen Drill. Mit dem Drill kann man natürlich wunderbar schon arbeiten. Jetzt ist gleich Nacht. Ab 18 Uhr, genau, und schon können wir schlafen. Scheiß Regen da. Da. Möchte ich schlafen? Also Regen ist weg, gut. So, dann haben wir hier wieder Eisen. Kann man gleich durchschmelzen. Der lädt natürlich hier. Achso, der geht auf den ab, deswegen. Der gibt dann an den ab. Was normal nicht ganz verstehe, aber okay. Weil ich sage ja, Output nur mit Restensignal. Er kriegt kein Restensignal. Also dürfte ja rein rechnerisch gar nichts ausgeben, aber. Er glaubt bezählig und wenn ich glaube, kommt er auch in die Hölle. Das heißt, wir haben jetzt schon mal ein bisschen Grundstrom. Jetzt gehen wir mal gucken, was die Dings da drüben macht. Weil die kriegt ja hier auch Sonne. Genau. Ein bisschen knapp beladen, aber es läuft. Jetzt werden wir sehen, wir kriegen schon Setzlinge. Also so ist nicht. Und Holz. Das heißt, es läuft. So, da kommt. Das hin. Gut, dann haben wir das einfach wieder hier rein. Das. Gott, Gott, Gott. Das heißt, es wird schön langsam. Das heißt, hier drüben werden wir dann gucken. Wir brauchen zuerst mal ein, um das ganze Leben uns zu vereinfachen, wir ein Miner am idealsten. Haben wir nicht. Gibt es sowas wie einen Digitalminer nicht mehr oder was ist los? Digital Miner. Na. Okay. Mechanismen. Mechanismen. Also, ich dachte, den gab es noch. Anscheinend doch nicht mehr. Das ist aber jetzt natürlich nicht gerade zu prickeln. Ich finde das nicht in Ordnung. Windgenerator wäre wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Das. Desolarzellen. Biogenerator. Oh. Heavy irgendwas Gedönse. Da unten sind die anderen Blöcke. Hier gibt es Originalkandidat in meiner Meinung. Müsste ja hier irgendwo sein, normal. Original. Also vielleicht mal updaten oder mal gucken oder mal googeln dann. Das ist jetzt natürlich doof, weil ich habe auf den eigentlich gehofft, dass ich den jetzt bauen könnte. So ist es natürlich jetzt doof. Ehrlich. Ehrlich doof, doof, doof. Wir können den Dings
Dings bauen. Disassembler, so heißt der Typ da. Aber das bringt mir jetzt auch nichts. Scheiße. Ganz ehrlich, blöd. Das ist echt blöd. Das nervt mich jetzt richtig. Windrad. Zwei Energieterminal am Basic-Dings. Das Windrad ist der Vorteil, das bringt uns immer Strom. Das werden wir jetzt bauen. Zwar nicht viel, aber es bringt uns. Wenn die Sonne draußen ist, bringt uns das Windrad wenigstens etwas. Und wenn die Sonne raus ist, haben wir ja sowieso zusätzlichen Strom. Hier waren irgendwo eigentlich ursprünglich die Dinger, genau. Warum ein bisschen Gold brauchen wir? Ein bisschen Redstone, ein bisschen Eisen. Er kommt von nett, aber Osmium werden wir brauchen. Das sollte eigentlich schon alles sein. So, wir brauchen hier zweimal Tablet. Einmal, zweimal. Dann Basic brauchen wir Redstone und ein Osmium. Ich glaube, das schaffen wir. 1, 1. Machen die ganzen Geräte hier komische Töne, aber es sei bis sei. So, dann haben wir den da und dann glaube ich, brauchen wir gar nichts mehr. Gell? Zack, unser Windrad. Mal gucken, wo wir das anschließen. Ich glaube, ich werde es einfach hier mit dran schließen. So. Und das produziert 163 Joule. Die produziert 100 Joule. Okay, das heißt, das hat schon Vorteile, wenn wir das so machen. So, dann kann man hier noch laden. Unser Drill ist ready. So. Macht halt jetzt komische Geräusche, das Windrad. Ist halt vielleicht nicht gerade das Wahre hier, aber es arbeitet und es funktioniert und das ist wichtig. Aber die Geräusche hier. Was ist denn eigentlich. Wenn ich jetzt reinrechnerisch hier den hinsetze und den dann erhöhe, geht das dann schneller deutlich. Ist 360 Input. Und wenn ich das ausmache. Geht's runter, okay. Also das bringt auch beim Windrad was. So. 360, gut. Also wir haben unsere Stromversorgung mal pipifein gelegt. Da haben wir keine Probleme mehr anscheinend mit unserer Stromversorgung. Wobei, der kann natürlich auch noch so viel liefern, gell? 320 haben wir jetzt Input durch Solar und den. Okay, wenn wir das da weg tun. Kaum die Kollisionsbox. 320 noch immer. Jetzt weg tun. Geht schon runter, also es bringt schon was. Interessant. 400, lass mal so laufen. Den Jungen, dann haben wir vorerst mal Strom. Kein Problem mehr. Auch wenn es, wie gesagt, ein bisschen cheaty ist, das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Wir werden aber jetzt noch einen bauen. Noch eins holen. Windrad und das drüben hinstellen. Bei unserer guten Baumfarm. Das Osmium und ein Redstone müsste es gewesen sein. Zack, zack. So. Wenn man richtig voll ist, dann kann man den mal ausschalten. Dann kann der ja auch rein theoretisch in alle Richtungen arbeiten. So, dann haben wir den. Und zack, das hier. Und da brauchen wir natürlich auch Kabel. Ich weiß nicht. Mechanismen hatte ich eh offen, mich Idiot. Es gibt ja da diese Universal Cable, diese hier. Die kosten aber Stahl. Und diese First Cable kosten eigentlich nur Redstone und Glas. Glas habe ich glaube ich nicht mehr, oder? Doch, ein bisschen haben wir noch. Glas und Redstone habe ich gesagt, gell? So, das sollte schon mal genügen. Kann man mal drüben auch hier ein bisschen umbauen. Und zwar einfach mal, weil wir es können hier unseren Drill holen. Da. Und dann hier mal so rüber bauen. Da. Und dann hier Kabel legen. Ich hoffe, dass das genügt.
Das werden wir gleich sehen dann. Da. Zack. Und dann das Windrad hier hingestellt. Das produziert. Genau. Dann. Hier. So. Und dann müssen wir natürlich jetzt nochmal hier irgendwo dazu kommen. Machen wir jetzt Plus oder Minus Plus? Wenn wir jetzt das dauerhaft anschalten, noch theoretisch. Ist jetzt die Frage, machen wir Plus oder Minus? Mit einem Windrad. Windrad steht, weil. Es hat sich irgendwie gedreht, okay. Muss man nicht verstehen, oder? So. 8, 9, 10. Also ich werde dann das mal hier wegbauen mit dem Timer. Dann lassen wir die durchgehend laufen. Und gucken mal, wie sie sich so benimmt. Die nehmen wir auch weg. Wir haben ja jetzt wirklich das Windrad. Man natürlich wird es jetzt wahrscheinlich weniger werden, oder? Naja, 5. Okay, es wird doch mehr. Interessant, interessant. Ja, wir haben auch natürlich Solar noch. Die bringt natürlich auch noch was. Das darf man nicht vergessen. Das Windrad, ja. Es bringt anscheinend trotzdem noch, auch wenn es so komisch steht. Okay. Wir haben mal gucken, wie es aussieht, wenn wir da Chunks, Chunks werden geladen. Okay. Passt. Mehr wollen wir hier nicht, eigentlich nicht erreichen. Wir haben das erreicht, was wir haben wollten. Dann würde ich sagen, war es das für die Folge. Wir schauen uns in der nächsten Folge an, was wir da machen. Bis dorthin viel Spaß und macht's gut, Leute. Tschüss.